sind wir wieder. Hey, wer hat denn da den Pfosten gefahren? Na, vielleicht ich mit dem Flug. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder da. Das Feld ist fertig. Eigentlich voll fertig geflügt und jetzt kommt natürlich Gülle drauf. Freue ich mich schon sehr, dass das jetzt anfängt. Nicht so schieben, junge Frau, nicht. Nicht so schieben. So, da la. So, GPS-Kurs gibt es schon. Auf jeden Fall muss ich wie immer sagen, danke für eure Kommentare. Danke fürs Anschauen. Aha. So, ich habe hier schon mal Tickgülle ausgebracht. Ich muss nämlich was testen. Genau. Also heute kommt Gülle drauf. Ich würde mal sagen, das ist mit eine der meisten Sachen, wo die Leute sich drauf freuen. Wir werden das jetzt aber so machen. War vielleicht auch nicht die schlauste Idee. Ja. Wie ihr gesehen habt, ich vergesse das Güllefass anzuschalten. Oh Mann, ey. Entschuldigt mich. Das ist jetzt mal wieder. Naja, kann ja passieren. Ja, auf jeden Fall. Heute kommt Gülle auf das Feld. Und dann werden wir dann damit wir dann demnächst ansehen können. Auf jeden Fall. Auf das Feld kommt wahrscheinlich dann Weizen. Oder Hafer, mal gucken. Oder vielleicht der Mais. Da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Weil Eberhard hat mir vorher gesagt, als wir uns getroffen haben, sie sollten Mais haben dieses Jahr. Und dann dachte ich mir, alles klar. Machen wir auf ein Feld Mais, aber nicht aufs Größte. Ja, wir sind halt doch nicht so viele Leute später zum Mais häckseln. Ja, ziehen Gas an die Sache ran. Ja, und vor allen Dingen müssen wir dann beim LU noch nachfragen. Weil weder den ihr Hof noch unser Hof hat einen Häcksler. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Okay. So, wir fahren jetzt sozusagen zuerst das Vorgewende. Ich muss sagen, ich weiß gerade nicht, wie rum eigentlich. Zuerst Vorgewende oder nicht? Eigentlich ja erst zum Schluss. Ich werde das jetzt mal so machen. Wir werden schon kein Problem kriegen, ist ja unser Feld, weil wir sind einfach sehr nah an diesem Teich. Ich weiß gar nicht, ich glaube nach Düngeverordnung sind es nur 4 Meter oder so, wo wir rennen dürfen. Ich hoffe, da sind wir jetzt nicht drunter. So. Also wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher. Es kann sein, dass, wenn das Video draußen ist, der Livestream schon war.
und wir die anderen Felder schon Gülle gefahren haben. Aber wie gesagt, als nächstes ist hier dann auf jeden Fall Ansehen dran. Müssen wir auf jeden Fall noch gucken, was. Also wie gesagt, das Pferdegestüt hat angekündigt, ich habe mit denen nochmal Rücksprache gehalten. Also sie brüchten Hafer. Also wäre das ja schon mal eine Grundlage für uns. Da bin ich im Überlegen, ob wir da nicht unser größtes Feld nehmen. Für Hafer. Oder nicht. Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Nö. So wie das aussieht, bringt das teilweise nicht richtig aus. Obwohl. Ja, okay. Naja, egal, wir gehen ja auch nochmal mit Flüssigdünger drüber. Entschuldigt manchmal für die ruckhaften Bewegungen. Seit ich muss mich nochmal out of roll das Headtracking wieder gewöhnen. So. Ja, was auf jeden Fall noch ansteht, ich habe jetzt so ein bisschen Plan gemacht, was alles gemacht werden muss. Unter anderem müssen wir um Eberhard helfen, Kartoffeln ansehen. Aber die brauchen auch unbedingt Kartoffeln für ihre Schweine. Dann müssen wir Hafer ansehen, Weizen müssen wir ansehen und wahrscheinlich noch Soja wird angesät. Und da muss ich gucken, ob wir noch was übrig haben an Platz. Ja, an manchen Stellen nimmt es nichts an. In dem Fall wird da der Stickstoff hoch genug sein. Also wir fahren gerade 15 Kubik. 15 Kilo. Aber ich hätte es eigentlich nicht gedacht, dass das... Ja, sind eh die Verrotteten. Ja, auf jeden Fall müssen wir aber jetzt auch noch gleich nochmal zurück. Wieder frisch Gülle holen. Nehme ich euch mal mit zu Herbert und Eberhard. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Eberhard und Karl-Heinz? Ich weiß es nicht mehr, ich habe den Namen tatsächlich vergessen. Oh Gott, hoffentlich treffe ich die zwei nachher nicht. Ja, auf jeden Fall fahren wir da gleich noch hin, weil bei den zwei holen wir uns gerade im Moment noch Gülle. Weil die haben noch Gülle in Hülle und Fülle. Hm. Reimt sich auch noch. So. Zusammenklappen. Zwei Bahnen noch. Sieht auf jeden Fall höchst interessant aus. Es könnte... Falls einer von euch weiß, woran es liegen könnte, bitte sagen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Könnte auch sein, dass es einfach nicht annimmt. Oder es liegt an dem Kleidfix, da weiß ich auch. Das weiß ich nicht so richtig. Naja, also dann würde ich mal sagen, ab zu Eberhard und Karl-Heinz auf dem Hof. Also in dem Fall... Nee, nicht so flott, nicht so flott. Die mögen es nicht so schnell. Also, jetzt hat... EB, so habe ich mir das gemerkt.
Eberhard und Karle. So, wo ging es uns nochmal rein? Da. Man hört die kleinen Schweinchen schon. Jetzt läuft. Solange das Fass voll läuft, kann ich euch mal ein bisschen den Hof zeigen. Also hier sind ein paar Unterstände. Da stehen ihr Schweinestall, ihr Hochhaus, Wohnhaus. Ein 800er Axion haben sie und einen schönen alten Deutz. DX1661 Turbo. Ja, ihren Rest werden sie gerade wahrscheinlich versteckt haben. Nee, Spaß beiseite. Die zwei sind auch unterwegs. Wahrscheinlich ist der eine noch mit dem anderen Trecker unterwegs. Weiß ich gar nicht, was sie noch haben. Ich weiß nur, dass sie drei Stück haben. Der andere vielleicht geschäftlich was zu klären, so irgendwie. So, und da sind ihre Schweine. Sauderle. Und zurück. So rum, ja. Also man muss ja sagen, landschaftlich richtig schön bei uns, ne? Ich hoffe, euch gefällt ja auch so mein kleiner Videovlog über die Übernahme des Hofes. Also ich bin jetzt mal gespannt, ich muss auch mal gucken, vielleicht, je nachdem, vielleicht kann ich auch noch jemand einstellen, mal schauen. Aber wahrscheinlich muss ich es eigentlich auch sogar, beziehungsweise muss ich gucken, wie weit mir Ebert und Karl-Heinz helfen können. Weil mein Vater kann es halt einfach nicht mehr. Müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt in Zukunft weitermachen. Seht ihr da hinten? Sie sind schon wieder mordsmäßig flott hier unterwegs. Ich weiß, hier ist 80. Und ich fahre jetzt gleich meine 50. Bei uns im Ort wird ziemlich geheizt. Also, bei uns ist. Bei uns gilt eher mehr so Pedal to the Metal. Muss ich mir ganz oft denken. Und Rücksicht haben sie halt auch nicht wirklich. Seht ihr, wir fahren jetzt gerade übrigens an unserem Pferdegut, also nicht an unserem, sondern am örtlichen Pferdegut vorbei. Ah ja, die Pferdchen stehen natürlich auch draußen. Sehr schön. Ja. Für die müssen wir dann noch Hafer anbauen. Mal gucken. Wie gesagt, da habe ich ja vorher auch schon gesagt, mal gucken, welches Feld wir nehmen werden. Und ja. Das wird dieses Mal, glaube ich, eine etwas längere Folge. Ich bin mir noch nicht so sicher. Je nachdem, wie ich es dann auf Roll geschnitten kriege. Mal geschwind nebenbei. Ich hoffe auf jeden Fall mal, euch gefällt das Projekt. Mir macht es richtig Laune. Ich hatte ja so einen richtigen Durchhänger, was eine LS anging. Und dann habe ich halt auf einmal doch wieder ziemlich Bock gekriegt. Und ich mir einfach dachte, ach, so casual ist einfach nicht so. Es ist einfach doch nicht so meins. Ich würde einfach gern wieder mehr mit Realismus spielen. Ja, und Halli, hallo, da sind wir wieder. So. Eingeschalten ist. Sehr schön.
Mir fehlt gerade irgendwie noch so ein bisschen die Allradanzeige. Jetzt. Mit Allrad geht's halt doch besser. Ah, berg hoch müssen wir ganz schön kämpfen, hey. Das machen wir schon anders. Wir fahren die Bahn jetzt von oben her einfach. Seht ihr das? Manchmal setzt es einfach ein bisschen aus. Das könnte aber auch an unserem Fass liegen. Bergab geht's doch schon besser. Ja, wahrscheinlich hätten wir die Bahn quer nehmen sollen. Nicht hoch. Nicht hochkant. Ja, ich mache jetzt die letzte Bahn noch. Und sag danke fürs Zusehen. Wie immer, lasst gern Daumen nach oben da. Seid gern konstruktiv in den Kommentaren. Sagt mir, was ich besser machen kann. Und ja, würde ich mal sagen, sehen wir uns nächste Mal. Ich denke mal beim Ansehen auf dem Feld mal gucken. Oder was zwischendrin sonst noch anfällt. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Wiki. Ciao.